Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Hausflipper, dem Handwerker-Simulator. Und ja, wir kommen zurück hier auf dem Kanal nach ein bisschen Pause, war ein bisschen unterwegs und wir machen jetzt hier mal eine neue Wohnung bzw. ein neues Haus und wir müssen erstmal wieder aufräumen, ne? Kennt ihr ja bereits, manche leben ja im Dreck und ja. Jack Robinson, erstmal die Fenster aufmachen hier. Der irgendwie auch. Ja, gab ein bisschen Pause und zwar aus folgendem Grund. Ich war ein bisschen unterwegs, beziehungsweise ja beruflich. Wie ihr wisst, habe ich auch einen ganz normalen Job. Ist auch alles soweit gut. Hatte eigentlich vor, ja, so ein paar Videos vorzuproduzieren, aber irgendwie hatte ich mit dem einen oder anderen Spiel so ein paar Herausforderungen und hatte das dann nicht geklappt. Sorry schon mal dafür. Aber dafür bekommt ihr jetzt ja, wieder regelmäßig Folgen vom Hausflipper und auch von den vielen, vielen anderen Games hier auf dem Kanal. Und ich habe den Samstag und Sonntag, wie ihr bestimmt schon gesehen habt, mit vielen, vielen Videos voll bepackt. Und wir räumen jetzt hier erstmal hier auf. Und machen jetzt erstmal hier klar Schiff. Und oh, ist das ekelhaft, Alter. Ich weiß ja nicht, wie manche Leute so leben können, aber naja. Muss jeder irgendwie selbst entscheiden. Auf jeden Fall voll, voll gehunzt hier die Hütte. Irgendwie total dreckig und speckig und. Ich weiß auch nicht. Ne, und zwar hatte ich ein paar Probleme. Und zwar mit ETS. Da gab es ein neues Update. Hat dann irgendwie nicht geklappt. Und dann doch. Und dann wieder nicht. Und dann habe ich ETS nochmal neu installieren müssen. Um sie. Gestaltet sich auch aktuell mit der Karte ein bisschen tricky, beziehungsweise liegt jetzt nicht an der Map, sondern irgendwie an irgendeiner fehlerhaften Installation bei OMSI. Aber dazu einfach OMSI-Video anschauen und dann werde ich dann noch was Passendes dazu sagen. Ja, wir arbeiten hier weiterhin an unserem ersten Haus. 59.000 Euronen haben wir schon verdient. So. Und müssen wir dann machen? Bedroom, Light Blue, Light Blue. Das heißt, wir werden jetzt erstmal. Gucken wir mal hier. Was haben wir denn da? Okay. Ich glaube, wir fangen jetzt erstmal an zu putzen. So, machen jetzt erstmal sauber hier. Und vielen Dank, dass ihr nichtsdestotrotz hier weiter am Ball geblieben seid und auch fleißig geschaut habt. Den einen oder anderen neuen Zuschauer möchte ich hiermit auch nochmal recht herzlich begrüßen hier auf unserem Kanal. Und sorry, dass es jetzt hier so ein paar Tage Leerlauf gab. Aber ich war, wie gesagt, unterwegs und jetzt kommen auch wieder hier regelmäßig Folgen von Hausflipper. Gibt aktuell auch einen Contest beim Hausflipper. Und zwar kann man da gewisse Keys gewinnen. Schaut einfach mal auf die dementsprechende Seite. Einen Release-Termin gibt es leider immer noch nicht. Also zumindest da, wo ich jetzt die Folge aufgenommen habe. Und zwar am Freitag habe ich die aufgenommen. Und ja, was müssen wir jetzt hier machen? Und zwar eine neue Toilette, bisschen malern und so weiter. Und damit wollen wir uns jetzt beschäftigen. So, und dann schauen wir mal weiter. Ein Stück Käffchen trinken hier. So, wollen wir erstmal eine Heizung platzieren. Schrauben wir die erstmal fest hier an der Wand. Wobei im Nachhinein müssen wir den Raum streichen. Nö, das passt soweit. Ich dachte, ich hätte schon wieder was falsch rum gemacht. Da oben, da und dann oben hier noch das. Hier das Drehdingen hier. Und dann müssen wir noch eine Toilette platzieren. So. So, by amount toilets, okay. Dann werden wir ihn mal platzieren. So. Und dann mit E werden wir das Ganze. Hä, was ist denn Info? That's not place. Hä, wieso kann ich ihn jetzt hier nicht? Oha. Was ist denn das?
Die tropft, die tropft. Was ist denn jetzt los hier? Hallo? Lass mal aufwischen hier den Scheiß. Was läuft da raus? Was ist denn jetzt? Was ist denn? Hallo? Dreh fest, schnell, 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 komm. Oha, oha, da kommt die Suppe schon wieder raus. So, platzieren. Und die Suppe läuft hier und läuft und. Hey, das was. Was sind das jetzt? Hallo? Hör auf damit. Wie krieg ich das aus? Hallo? Was denn? Irgendwie scheint das hier. So, verkaufen wir erstmal. Okay, Wasser hört auf, wenn wir es verkaufen. Jetzt machen wir es erst nochmal sauber hier. So. Versuchen wir es nochmal. Wie gesagt, es ist eine Beta, ne, Leute? Eine Beta. Und ich zeige euch da exklusive Inhalte von der Beta. Ich habe da auch irgendwas gesehen, dass da jetzt irgendwas überlaufen kann bei den letzten Patch Notes, aber. Ach, guck mal, wir haben sogar mehrere Toiletten, aber irgendwie scheint man die jetzt wohl nicht mehr. Nee, das passt nicht. Er sagt, ist nicht genug Platz da. Dann gucken wir uns mal die andere Toilette an. Vielleicht können wir die ja platzieren. Müssen wir mal schauen jetzt hier. So, versuchen wir die mal hier zu. Nee, die passt auch nicht. Toll. Okay. Gut, wie gesagt, ist eine Beta und beim letzten Mal hatten die auch was Neues eingeführt und zwar das mit den Steckdosen. Müssen mal gucken, ob das jetzt soweit funktioniert. Aber irgendwie kann ich jetzt keine Toilette mehr platzieren. Naja. Ja, gucken wir noch mal. Nö. Was denn das? Gucken wir die andere Toilette noch mal. Vielleicht kriegen wir die noch mal irgendwie hin oder so. Müssen auf jeden Fall mal schauen. Gibt es noch andere? Nö. Gut. Machen wir erstmal was anderes. Versuchen wir gleich noch mal. Wie gesagt, Beta, der andere Fehler kann schon mal passieren. Dann machen wir jetzt erstmal hier den Raum sauber. Beziehungsweise putzen jetzt erstmal flink Fenster auf, einmal kurz durchlüften hier den ganzen Mief aus der Bude hier. Und dann, Alter, das Bett ist auch so ekelhaft, ey. Guckt euch das mal an, das ist doch. Auch die Möbel hier, ne? Geht gar nicht, also. Was haben wir denn da an der Ecke? Was ist denn das? Kriegt man das weg? Ne, das kann man nicht wegputzen. So, und zwar brauchen wir noch Place Furniture. Double Bed. Ah, okay, wir müssen die Sachen verkaufen. Putzen, putzen, putzen jetzt erstmal hier. Kurz ein Stück zurück. Vielleicht ist wieder was unterm Bett oder so. Ne, machen wir hier nochmal ein bisschen sauber. Mit unserem Zauberwischer. Ach, guck mal, da oben in der Ecke. Joa. So, verkaufen wir das Bett. Da kommt nicht ein neues rein. Die Dinger bleiben, glaube ich, gleich. Und das kommt auch weg. Und die Sachen kann man nicht verkaufen. Nein, so ein Typ bin ich nicht, sagt er. Und, ach, guck mal, da haben wir noch ein bisschen Dreck. Und dann machen wir das auch mal weg. Ich glaube, die Bude ist jetzt sauber. So, wie kriegen wir jetzt hier diese Wände zu? Da muss doch irgendwie auch weggehen. Hey, ich muss den Raum auch gar nicht streichen. Was ist denn da los? Wie kriege ich die jetzt zu? Muss ich mal gucken, hier dieses komische Plaster. Ich glaube, das muss man nehmen. So, und jetzt, wie kriege ich das jetzt? Nee. Ah, okay. Und jetzt einfach. Ah, einmal draufdrücken. Okay, und dann kann man das so verspachteln oder hier fair. Ah, okay, cool. Wie verspachteln oder wie das heißt. Heißt das Spachtel? Ich glaube schon, ne?
Einfach gedrückt halten, linke Maustaste und dann könnt ihr das dann. Aber streichen soll ich das nicht? Das sieht doch scheiße aus. Naja. Wir verkaufen wir den Kram wieder. Plupp. So, und jetzt sollen wir hier ein Bett, eine Garderobe und. Aber macht doch irgendwie keinen Sinn, wenn wir jetzt hier was platzieren und das passt doch irgendwie nicht. So, machen wir erstmal hier einen Radiator dran. Eine Heizung. So, das platzieren wir jetzt mal. Aber dass wir jetzt hier nicht streichen müssen, das ist komisch. So, Double Bed Aspelmund. Da, okay. White. Gucken wir mal, wie sieht das aus? Das könnten wir eigentlich nehmen. Ich würde sagen, das platzieren wir da so hin. Ja, schade, die Dinger da, die tauschen wir ja nicht aus. Jetzt gucken wir mal, ob wir das hier irgendwie. Ne, wir müssen das Bett ein Stück weiter rüber stellen, wa? So, dann packen wir das Bett noch ein bisschen rüber. Ich hätte das gestrichen, also die paar Euro 50, da hätte ich auch noch investiert hier. Aber ja gut. Kunde ist König und wir machen das, was er möchte, ne? So, Wardrobe. Charles. Alda. Wenge. Cherry. Alda. Ja. Ne? Stellen wir am besten davor, wa? Wobei, er sieht auch nicht viel besser aus. Ja, auf jeden Fall ist der Raum jetzt fertig. Mhm. Ja, 3000 Euro haben wir schon verdient hier. Das ist ja richtig. Also, da könnten wir uns sogar bald jetzt hier unsere eigene. Ich versuche das jetzt nochmal hier mit der. Mit der Toilette. Ne. Okay, kann ich drehen und wenden, wie ich will, aber. Gut, scheint wohl irgendwie ein Fehler zu sein. Müssen wir mal gucken, irgendwie, dass wir das irgendwie hinbekommen. Aber es klappt irgendwie auf jeden Fall nicht. Mhm. Na gut. Dann machen wir mit dem nächsten Raum mal weiter hier. Tür zu. So, was haben wir hier noch? Was ist das denn hier für ein Wirrwarr? Da waren wir gerade drin, okay. Gucken wir hier nochmal, wo wir so ein bisschen Dreck haben hier. Schön wischiwaschi machen. Ach, da haben wir Dreck. Da haben wir auch noch Dreck. Dann machen wir jetzt gleich mal hier den. Okay, hier müssen wir auch nichts streichen. Müssen wir hier irgendwas streichen? Nö. Auch nur einen Radiator machen. Und hier sauber machen. Okay. Alter, ist das dreckig, ey. Oh Mann, ey, wie lange hat denn hier schon keiner mehr geputzt, ey? Das ist ja total ekelhaft. So, Fenster auch hier auf. Und dann machen wir das soweit fertig. So, da den Dreck weg. Weg damit. So, meinen Tisch putzen hier. Wo haben wir noch Dreck? Müsste, glaube ich, alles weg sein jetzt hier, ne? Ja. Das zeigt zumindest nichts mehr an. Ich sehe auch nichts mehr in dem Raum. Putzen wir mal hier direkt weiter. Auch hier mal Fenster auf. Und dann haben wir es gleich. Dün, dün, dün. Oha, wir können wieder das upgraden. Gucken wir da mal rein. Tab. Und ich würde sagen, wir machen hier mal so die Distanz. Jo, jetzt können wir bei einer größeren Distanz putzen. Das heißt, wir brauchen jetzt nicht mehr direkt so nah dran stehen, sondern können von einer weiteren. Ja. Reichweite her putzen. Und auch hier, glaube ich, haben wir jetzt soweit alles fertig. Ah, ne, da oben noch.
So, dann müssen wir wieder eine Heizung platzieren. Zack. Dann platzieren wir die hier. Schraube links, Schraube rechts, Gewinde rechts, links, Zwischenstück, links, rechts, Schräubchen und dann hier, ja, das hätten wir auch fertig und das wir hier nicht streichen müssen, aber irgendwo muss noch Dreck hier sein, also, ach, da oben, ah, guck mal, da habe ich es übersehen und zack, auch den Raum haben wir jetzt hier soweit fertig, gehen wir ab in den nächsten. So, zu die Bude hier. Hier haben wir auch. Hier ist irgendwo noch Dreck, aber ich sehe das gerade nicht. So. Dann machen wir hier auch einen Radiator dran, also eine Heizung. Aber ich sehe auch keinen Dreck. Seht ihr irgendwo Dreck? Wahrscheinlich ist der Einäugige wieder unter dem blinden König hier. Und ihr schreit schon wieder und schreibt wild, haut wild in die Tasten und sagt, das ist da vorne. Ich habe aber nichts gesehen und ja. Dann machen wir das Ding erstmal dran in die Heizung. Und auch das hätten wir geschafft. Wir haben schon 3600 Euro verdient. Das ist schon ordentlich. Jetzt können wir den hier wieder dran packen hier. Wobei die Couch auch nicht mehr so gut aussieht. Wo ist denn der Dreck? Guck mal, da steht irgendwas mit. Seht ihr der Schwarze da? Ich wüsste jetzt nicht, wo das sein soll. Ach, da, oh, da oben. Oh, da muss erstmal drauf kommen. So. Auch den Raum haben wir fertig. So, ab in den nächsten. Boah, hier ist ja noch ein ekliges Bad. Da müssen wir auch nochmal putzen hier. So. Hier Fenster auf. Lass mal hier schön alles sauber machen. Boah, ist das dreckig und speckig, ey. Das geht ja gar nicht. So, 75%. Ach, da oben noch. Okay. Ich weiß gar nicht, wie da direkt oben und so hier so. Sieht fast aus wie Schimmel, ey. Das geht. Oh, uah, ekelhaft, ey. So, Leute. Ich glaube, das sieht gut aus. Auch hier müssen wir eine Toilette platzieren. Ich gucke mal, ob ich hier eine platzieren kann. In der Hoffnung, dass es hier auch nicht überschwemmt. Ach, guck mal, da können wir wieder platzieren. Und, nee, das klappt nicht. Okay. Es scheint wohl echt ein Bug zu sein noch durch das Update. Ist wohl noch nicht ganz fertig, aber irgendwie, ach nee, ey. Uah, jetzt kommt dieses... Alter, stinkt das, ey. Jetzt kommt diese ganze Plörre wieder hier raus. Lass mal schnell aufwischen hier. Also können wir wohl in dieser Folge keine Toiletten platzieren. Wir werden dann hier noch hier so eine Heizung fertig machen. Schade eigentlich. Hätte ich euch gerne gezeigt, wie man auch die neuen Toiletten vielleicht mal platziert oder so. Aber naja, gut. Müssen wir das nächste Update abwarten. So, das hätten wir dann auch gleich fertig. Gucken, ob wir vielleicht noch was anderes platzieren können. Versuchen wir es nochmal. Aber irgendwie will er hier nicht. Ne. Gut, platzieren könnte ich es, aber ich kann es da wieder nicht schrauben, ne? Komisches Ding hier. Irgendwie klappt der ganze Kram hier nicht. Na komm, mach fertig da. Nee. Scheint nicht zu klappen, Leute. Versuchen wir es nochmal. Nee, komm, lassen wir sein. Dann können wir das eben halt nicht bauen. Dann muss er halt, so, was haben wir hier? Color Light Blue. Okay. Malern und erstmal alles rausstellen hier. So, Bett raus. Schreibtisch raus. 3.900 Euro haben wir schon verdient. Es geht ja richtig ratzfatz hier. Das heißt, wir sind nicht mehr weit weg von unserem
ersten eigenen Haus, wo wir dann uns auch selber kreativ austoben können. So. Machen wir erstmal sauber hier. Dann können wir gleich hier die Bude streichen in Light Blue, also leicht blau. Ja, war ich am Wochenende auch leicht blau, aber das ist ein anderes Thema. So. Hier. So. Jetzt können wir dann in Light Blue hier streichen. Light Blue, da haben wir die Farbe. Und zack. Und dann ab die Rolle. Und auf geht's. So, fangen wir mal hier an. Können wir schön jetzt hier lang ziehen. Guck mal, wie schön das jetzt funktioniert. Es ploppt ein bisschen nach. Ne? Aber wie gesagt, ihr kennt es ja, oder wenn man Spiele halt auch entwickelt, an der Performance bastelt man natürlich immer am Ende des Spiels. Guckt natürlich erstmal, dass man die Features irgendwie hinbekommt und zum Ende hin baut man dann hier die, oder bastelt man an der Performance des Spiels, ne? Ja, sieht schon mal gut aus. Ja, blau ist nicht wirklich meine Farbe, aber gut. Ist ja leicht blau, ne? Und nicht königsblau. Dun, 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 dun. So, machen wir es hier unten noch fertig. Ja, es geht schon recht fix hier, wenn man die mehrere Wände hier so. Oh, ha, wir können wieder was upgraden. Gucken wir mal rein, Tab. Und dann schauen wir mal. Oha, guck mal hier. Wir können noch schneller, oder? Ah, ich glaube, wir machen noch schneller. Mal gucken, wie schnell das jetzt geht. Mit dem Malern. Da wollen wir erstmal ein bisschen eintauchen hier. Fertig. Dann. Oha, ja, das geht schon. Oh, recht zügig, Leute. Das wird immer besser hier. Guckt euch das mal an hier. Das fluppt. Da können wir gleich die Heizung platzieren. Und dann machen wir die Wand jetzt hier auch. Oha, guck mal. Was mit den Schatten eigentlich auch nicht schlecht aussieht, ne? So ein bisschen Farbabstufung. Ja, das geht schon. Recht fix. Ja, doch. Oh, guck mal hier. Das ist doch hier. Da sind wir jetzt schon fertig. Ah, da noch die kleinen Stücke. Ja. Das hätten wir auch fertig. 4.800 Euro haben wir jetzt schon verdient. Also das ist auf jeden Fall ordentlich. So, was brauchen wir jetzt noch? Jetzt brauchen wir wieder eine Heizung. Dann müssen wir noch den anderen Schlafraum fertig machen. So, dann schrauben wir das hier auch fest. Ein bisschen erkältet noch, aber ansonsten geht's. Ist bei dem Wetter auch kein Wunder. War wieder arschkalt. Und jetzt am Montag wird es ja irgendwie richtig kalt. Ne? Minus 12, 13 Grad. Wo kommt denn der hier? Clean Dirt? Ist da auch Dreck drin? Nee, oder? Was ist denn das für ein Raum hier? Clean Dirt? Ist das. Hä? Ach so, ja. Doof. Das ist ja der Flur, Mensch. Ich dachte, das wäre jetzt hier so eine Abstellkammer. Das sah jetzt so aus wie in dem Schrank. Ich dachte, wo kommt denn auf einmal die Abstellkammer her? Naja, so. Regal platzieren. Kommt dann da der Schreibtisch hin. Und dann das Bett können wir auch erstmal einen Stuhl ranstellen, Bett reinstellen. Und dann sind wir auch hier fertig mit. Hätte ich ja gar nicht die. Na, die Farbe verkaufen sollen. Naja, gut. So, das passt soweit. Ich denke, damit sind wir dann hier auch fertig. Das machen wir noch ein bisschen mittiger. Stellen das so rum rein. Hier so ein bisschen schräg. Ja. Mut zur Lücke, würde ich sagen. Das hatten wir fertig. Okay. Ja, das hat ja leider nicht geklappt hier mit dem Toiletten. Da muss er halt draußen in den Busch gehen. Kann ich eigentlich auch hier den. Ach, guck mal hier. Ich kann sogar die Dingens hier platzieren. Versuchen wir mal hier mit. Nee, aber. Nee, stellen wir wieder rein.
Badewanne könnten wir ja auch platzieren, aber da ist irgendwo noch. Naja, egal. So, machen wir es zu und dann müssen wir irgendwo noch einen anderen Raum haben. Wo ist der denn? Ich habe doch jetzt hier... Der ist doch auffällig. Jo, und wo ist der andere Raum? Verstehe ich jetzt nicht. Hä? Ach, hier sind noch Zwischengänge, guck mal. Ach, der Bedroom... Boah, es ist neu. Hier müssen wir auch erstmal wieder putzen. So, dann machen wir den Scheiß hier auch mal sauber. Aber der lässt sich das auch nicht kosten, ne? Guck mal hier, Fenster auf, Fenster auf. Schön putzen. Und dann haben wir die Bude jetzt auch fertig. Dann machen wir mal auf hier. Jetzt mal wieder alles rausstellen. Stuhl raus. Ah, die Küche müssen wir auch noch machen. Oh Mann, ey. Manche Leute machen sie halt echt einfach. So. Das Bett packen wir auch mal raus. Ich weiß gar nicht, wo ich es hinstellen soll. Ich glaube, das stellen wir mal raus. Ach, das geht gar nicht mehr. Okay. Ne, das passt auch nicht. Aber die Küche sieht auch uselig aus. Ey. Ist ja ekelhaft. Drehen wir die mal? Können wir das... Ah, guck mal, das Bett können wir da hinstellen. Zu, auf. Und jetzt können wir auch den Schrank noch rausstellen. Zack. Ja, komm, stell doch jetzt hier. Oh. Nein. Was ist denn jetzt hier mit dem? Ah, da. So, stehen wir alles schön im langen Flur. Und jetzt können wir hier auch malern gleich. Wobei. Ja. Können wir jetzt hier. Light Blue. Hätten wir gar nicht verkaufen müssen. Naja. Gut, jetzt haben wir ein bisschen Geld rausgeschmissen zum Fenster, aber naja. So, weiter mit der Malerei geht's. Naja, es geht echt fix, ne? Also, musst du mal gucken hier. Ah ja, komm. Ein bisschen Farbe noch. Ja, Übung macht den Meister, ne? Ist auch mit den meisten Dingen so, ne? Die man lernt, ne? Am Anfang hapert das ein bisschen und irgendwann läuft das hier wie geschnitten Brot. Ja, sieht doch schon mal ganz gut aus. Ja, dann sind wir da schon fertig mit dem Raum hier. Und zack und fertig. Nur noch hier eine Heizung platzieren, dann die Küche putzen und dann sind wir fertig hier mit der Bude. So, Möbel wieder rein. Tür auf. Da haben wir ein bisschen Dreck. Nein, nicht malen, sondern den können wir hier wegmachen. Okay. Da war noch ein bisschen Dreck. Das können wir auch noch kurz wegmachen. Und da können wir noch mal kurz in die Küche rein hier. Da ist nämlich auch noch ein bisschen Dreck. Machen wir die Tür mal zu hier. So, da oben auch. Boah, dreckig und speckig. Nur Küche ist nicht schlecht. Sieht ganz gut aus. Na komm. So, mach weg den Dreck hier. Und da nochmal drüber putzen und dann... Boah, 6.000 Euro haben wir fast verdient, ey. Pickt euch das mal rein.
Das heißt, wir können uns wahrscheinlich bald unser Haus kaufen, wobei müssen wir gleich mal gucken. Wir müssen natürlich auch gucken, dass wir, auch wenn dann noch Sachen kaufen können für das Haus, weil das kostet ja auch. So, Schreibtisch rein hier. Den drehen wir mal ein bisschen anders. So, den packen wir mal hier so hin, in die Ecke. Kann man ein bisschen aus dem Fenster gucken. Ja. So. Dann den komischen großen Schrank hier rein. Den hebe ich einfach mal auch hier durch. Der kommt dann jetzt hier an die Wand. Und ja, dann haben wir es gleich. Das Bett drehen wir so. Und zack, dann drehen wir das noch dahin und dann haben wir auch den Raum fertig. So, Tür zu. So, da müssen wir noch ein bisschen putzen und dann sind wir gleich fertig hier. Machen wir die Tür mal zu. Die Tür auch. Was haben wir hier noch? Nee, ein bisschen putzen. Haben wir hier noch irgendwas dreckig? Da ist irgendwie noch ein Stück Dreck. Ja gut, hier in der Küche war noch irgendwas. Da oben. Und mehr Dreck sehe ich hier nicht. Ich glaube, die paar Prozent fehlen uns jetzt hier wegen den Toiletten, aber da kann man jetzt halt nichts machen. Ne, das passt auch. Sieht auch gut aus. Naja, gut. Toilette klappt nicht und dann schließen wir das jetzt gleich mal ab hier. Beziehungsweise packen die Wanne mal kurz weg und gucken, ob wir da irgendwie noch was erreichen können. Und dann schauen wir mal. Vielleicht müssen wir ein bisschen mehr Platz haben. Jetzt komme ich hier wieder nicht, oh, jetzt komme ich wieder nicht raus. Oh, Alter. Mann, 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 ist das hier ein. So. Jetzt gucken wir, ob wir jetzt was platzieren können. Und wenn nicht, dann lassen wir es sein und schließen einfach den Auftrag so ab, weil 6.500 ist schon mehr als gut. Bzw. 6.100. Nö, passt irgendwie nicht. Gut, dann schließen wir es ab. 6.130. Und haben auch den Auftrag geschafft. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder zu einer weiteren Folge. Hausflipper, dem Heimwerker-Simulator und sage bis dahin, tschüss, tschö, ciao, ciao, bye, bye, euer Homer.